Ja, grüß Gott, Herr Naumann. Erstmal hier bei uns am Tegernsee am Ludwig-Erd-Gipfel. Schön, dass Sie es geschafft haben. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Mir gefällt es gut. Ich bin ja hier zu Hause. Also nicht am Tegernsee, aber 20 Kilometer von hier entfernt. Jetzt hatten Sie ja, als Sie noch aktiv waren, auch mit großen Herausforderungen in der Truppe zu tun, unter anderem der Integration der Volksarmee von der DDR. Sehen Sie die Bundeswehr heute vor ähnlich großen Herausforderungen? Ja, die Bundeswehr steht vor großen Herausforderungen, weil sie letztlich auch politisch in den letzten 10 Jahren als Stiefkind behandelt worden ist, unterfinanziert. Eine sehr schnelle Umstellung von Wehrpflichtarmee auf Berufsarmee und dazu eine ständig wachsende Zahl von Einsätzen im Ausland. Das ist wirklich ein großes Stück Arbeit, das die Truppe zu leisten hat. Ist die Truppe vielleicht damit auch ein bisschen überlastet derzeit? Die Truppe ist sicherlich, ich sag mal, an der Dehnungsgrenze. Und ich hoffe sehr, dass bei dieser Koalition, die nun sich zu bilden scheint, man daran denkt, dass man für Sicherheit auch etwas aufwenden muss, damit die Menschen, die die Politik ja in die Einsätze schickt, auch mit dem bestmöglichen Gerät in die Einsätze gehen und dort bestehen können. Ja, Sie sprechen schon an, es gibt ja immer wieder auch Probleme, gerade bei der Beschaffung oder aber auch mit Skandalen wie Mehrmachtssymbolen in den Kasernen. Glauben Sie, das schadet dem Image in der Bevölkerung? Natürlich schadet das dem Image, aber wenn Sie von den Skandalen in der Kaserne sprechen, dann muss ich sagen, es waren 4 Fälle unter rund 200.000 Mitarbeitern, wenn ich das mal so nennen soll. Ich möchte den Betrieb in Deutschland sehen, in dem es unter 200.000 Mitarbeitern nicht 4 Fälle gibt, die Fehlverhalten sind. Sie glauben also, dass es kein generelles Problem ist, sondern es wirklich Ausnahmen waren? Es ist kein generelles Problem und die Aussage, die Bundeswehr hätte ein Haltungs- und Führungsproblem, war grundfalsch. Ja, wie sehen Sie denn die Rolle von Frau von der Leyen auch in der Truppe, weil sie soll ja nicht so ganz gut angesehen sein? Also dass eine solche Äußerung, ich habe sie ja praktisch eben zitiert, nicht dazu angetan ist, das Vertrauen der Truppe zu fördern. Die Truppe mag keine Pauschalurteile. Die Truppe verträgt sehr wohl, wenn man ihr berechtigt Kritik gegenüberbringt und sagt, Jungs, das habt ihr falsch gemacht, das muss geändert werden. Aber pauschale Verurteilung ist etwas, was man nicht tun sollte. Gut, nun ist es ja so, dass quasi mit Nordafrika, Libyen zum Beispiel, insgesamt der ganze Nahe Osten und Syrien im Speziellen, die Kriege schon an der Grenze der EU mittlerweile angekommen sind. Welchen Stellenwert hat die Bundeswehr da heutzutage? Die Bundeswehr ist im internationalen Kontext, also Europäische Union, NATO, einer der wirklich wesentlichen Stützpfeiler. Wenn Deutschland seinen Beitrag nicht leisten kann, werden diese internationalen Organisationen versagen. Und das muss man sich immer vor Augen führen, denn letztlich, was die Bundeswehr mit ihrem Beitrag bewirkt, ist Sicherheit für uns alle. Und ohne Sicherheit können sie überhaupt nichts machen. Sie sprechen schon an, wie wichtig ist denn die NATO heute noch, gerade wenn sie vom amerikanischen Präsidenten in Frage gestellt wird? Ja, der amerikanische Präsident hat sich ja zurückgenommen. Und die jetzt veröffentlichte nationale Sicherheitsstrategie der USA ist ein vernünftiges und ausgewogenes Dokument, wenn man mal von dem Vorwort absieht, das der Präsident selbst geschrieben hat. Das lassen wir mal beiseite. Wir brauchen unverändert die Vereinigten Staaten von Amerika als Bündnispartner. Ohne sie gibt es keine Sicherheit für Europa. Aber das bedeutet eben auch, dass wir auch bereit sein müssen, unseren Beitrag zu leisten. Glauben Sie denn, dass auf Dauer der europäische Beitrag wachsen muss in der NATO, wenn sich Amerika ein wenig zurückzieht? Der europäische Beitrag zur NATO muss wachsen. Wir müssen mehr tun. Wir haben auf die letzten 10 Jahre uns ein bisschen ausgeruht und haben die Friedensdividende reichlich genossen. Das war gut für viele, aber wir müssen eben auch wissen, so wie wir unsere Versicherungen zahlen, ohne Versicherung gibt es wirklich keine Sicherheit. Und wenn Sie jetzt mal einen kurzen Ausblick in die Zukunft machen müssten, was sind so die größten Herausforderungen, denen wir in den kommenden Jahren ins Auge blicken? Also wir müssen geografisch gesehen, sage ich, die größte Herausforderung, die vor uns steht, ist die Bewältigung des Sicherheitsproblems Afrika. Aus Afrika rollt eine Migrationswelle auf uns zu, die alles, was wir bisher erlebt haben, in den Schatten stellen wird. Und dann, wenn ich wieder mehr auf uns, auf die Streitkräfte gucke, die Bundeswehr steht vor einer neuen technischen Revolution, die man bewältigen muss. Das ist mit Digitalisierung nur bescheiden angedeutet. Das geht hin bis zu Artificial Intelligence. Das sind Dimensionen, über die wir nachdenken müssen,
und die wir noch nicht mal angedacht haben. Wunderbar, vielen Dank für Ihre Einschätzung.